Welche Wachstumsprognose sehen Sie für das Ende der Legislatur im Jahr 2029 und unterstützen Sie? In welcher Art des Wohnens sollte dies stattfinden? Welche kommunalpolitischen Werkzeuge wollen Sie dafür nutzen? Wir haben jetzt schon beschlossene Baugebiete, welche ca. 1500 Menschen nach Werneuchen bringen werden. Wir legen uns deshalb auch nicht auf eine Zahl bis 2029 fest. Denn Fakt ist, bezahlbares Wohnen wird benötigt. Ja? Aber es kommt hier immer aufs Augenmaß an. Ja? Wichtig ist natürlich auch die Städteplanung dabei. Und so kann eben dann auch dementsprechend mehr oder weniger gebaut werden. Die Projekte müssen in sich stimmig sein und müssen natürlich auch den ländlichen Charakter beibehalten. Mit Sicherheit werden aktuell Wohnungen benötigt, besonders für Seniorinnen und Senioren und für Familien. Hier gilt es eher, den Mehrfamilienhausausbau zu unterstützen und nicht nur Einfamilienhäuser zu fördern. Konkret sind die Flächen wie Remondes am Bahnhof, welche für seniorengerechtes Wohnen als auch für den Bau von Sozialwohnungen und Kitas prädestiniert. Generell ergibt es hier mehr Sinn für uns, den Wohnungsbau eher im Zentrum nahe des Bahnhofs zu realisieren, als eher außerhalb. Als kommunalpolitisches Werkzeug könnte man konkret bei solchen Projekten eventuell an die Stellplatzsatzung ran, denn ein Mehrfamilienhaus beispielsweise hat aktuell da ist es aktuell verpflichtend, mit einer Wohnung bei über 60 Quadratmeter zwei Stellplätze zur Verfügung zu stellen. Das ergibt im Wohnungsbau, wo man fußläufig zum Bahnhof laufen kann, aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn. Gerade in Zeiten, wo die RB25 im Halbstundentakt fahren soll und attraktiver wird, könnte man hierauf verzichten und nur einen Stellplatz pro Wohnung zur Verfügung stellen. Diese Verordnung hat im Übrigen dazu geführt, dass viele Wohnungen von der WBG aufgrund dieser Stellplatzsatzung von Werneuchen nur 59,9 Quadratmeter haben, weil entweder die Stellplätze nicht bereitgestellt werden konnten oder wollten. Was wir aber dringend brauchen, sind 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen für Familien, das sind absolute Raritäten in der Stadt. Mit einhergeht, dass die Infrastruktur auch für die Stadt mitgeplant werden muss und der Straßenbau, also Umgehungsstraßen, der Strom in Form von Umspannwerken und auch die Trinkwasserversorgung und die Abwasserversorgung modernisiert und ausgebaut werden muss. Das ist das, was wir als CDU die letzten 5 Jahre gebetsmühlenartig gepredigt haben und auch zukünftig predigen werden. Man kann nur bauen, wenn die Infrastruktur es hergibt. Wir dürfen uns nicht übernehmen, denn eine neue Schule, eine neue Kita und so weiter müssen dann bei übermäßigem Wachstum auch wieder gebaut werden. Das können wir kurzfristig nicht stemmen. In dieser Wahlperiode sind wir für ein moderates Wachstum. Wir haben ja schon verschiedene Bauprojekte, die noch in der Planung bzw. in der Ausführung sind, zum Beispiel der Sanddornring, der Lindenweg oder die Wesenthaler Straße. Dazu kommt halt, dass wir uns ja auch an dieses Achsenentwicklungskonzept etwas halten müssen, oder wir müssen uns dran halten. Daran sind die ganzen Flächen sozusagen ausgewiesen. Es ist dann nur noch eine Fläche in der Nähe von Stiebnitz-Aue dort möglich. Und zusätzlich haben wir ja noch ein Moratorium, was bis Ende 2025 aktiv ist, was dann einen weiteren Wohnungsbau, Planung oder Umsetzung erstmal ausschließt. Zusätzlich zu diesem moderaten Wohnungsbau ist natürlich die Infrastruktur sehr, sehr wichtig. Wir haben Notwendigkeiten für Schule, wir haben Notwendigkeit für medizinische Versorgung oder Bahnanbindungen, Busanbindungen, die natürlich dem Wohnungsbau auch entsprechend folgen müssen. Wir haben die Wasserversorgung ist ein ganz wichtiges Thema, wenn wir halt die entsprechenden neuen Haushalte diesbezüglich anschließen wollen.
der Wohnraum, den wir schaffen wollen, soll natürlich auch für alle Bevölkerungsschichten nutzbar sein. Das heißt also den sozialen Wohnungsbau, aber auch in Richtung Single, Familien, Senioren oder halt auch mehr Generationen, die unter einem Dach leben können. Diese ganzen Wohnformen wollen wir mit unterstützen in diesen Wohnungsbauprogrammen und wollen da natürlich auch mit den Investoren ins Gespräch gehen, wie sie da diese Konzepte umsetzen können oder wollen. Lebensqualität ist natürlich für uns auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, Grünflächen, Parks sollen, wenn sie schon da sind, natürlich erhalten werden, ausgebaut werden, aber halt auch mit den Bürgern zusammen neue Grünflächen, neue Parks erschlossen werden, die Ideen der Bürger mit einzunehmen. Und da komme ich dann halt wieder darauf zurück, was wir schon bei den anderen, beim Straßenbau gesagt haben, diese frühzeitige Einbeziehen der Bürger mit ihren Ideen, mit Infoveranstaltungen, was wir vorhaben, beziehungsweise... Auch diesbezüglich bleibt uns die AfD natürlich die Antwort schuldig, dadurch, dass sie nicht da ist. Wir können auch diesbezüglich nur zurückblicken und können sagen, wie hat sich die AfD bei der Aufstellung von Bebauungsplänen positioniert. Da alle Bebauungspläne überwiegend mit überwiegender Mehrheit beschlossen worden sind und nie namentliche Abstimmungen darüber stattfanden, gehen wir davon aus, dass die AfD es zumindest diesbezüglich mit den vorgefertigten B-Plänen, die aufgestellt worden sind, positiv hält. Was macht aber für Anwohner Werneuchen besonders attraktiv? Zum Beispiel der Stienitzpark könnte es sein. Da hatte die AfD sich mit 2 Stimmen enthalten. Der 3. Stadtverordnete war nicht da. Bei der Frage, ob denn auf dem Marktplatz ein Regionalmarkt initiiert werden soll und ob man dafür ein Konzept aufstellen wolle, hat die AfD 3-mal mit Nein gestimmt. Es ist also davon auszugehen, dass kommunalpolitische Ziele, die sich auf die Bevölkerungsentwicklung beziehen, bei der AfD relativ dünn sind. Also wir haben ja lange dafür gekämpft, dass es sowas wie ein gemeinsames Entwicklungskonzept gibt. Das ist, glaube ich, das wichtigste Instrument auch. Da sind jetzt ja auch Flächen festgelegt worden und überhaupt Planung. Generell muss man davon ausgehen, mit dem, was heute schon beschlossen ist und dem, was an Lückenschlüssen noch kommen wird oder an sinnvolle Abrundungen in den Dörfern und so weiter, Werneuchen, wie schnell wissen wir nicht genau, aber mindestens noch um 2000 Leute, also Gesamt-Werneuchen um 2000 Leute wachsen wird. Das ist jetzt der Ist-Zustand sozusagen, das ist gar nicht mehr wirklich durch die Kommunalpolitik steuerbar, dessen muss man klar sein. Ich glaube, wir müssen eher dahin gucken, was brauchen wir an sonstiger Infrastruktur. Also Dinge wie ist der ÖPNV organisiert. Wir haben uns lange dafür eingesetzt, dass auch der Zug im Halbstundentakt kommt, dass überall Busse hinfahren. Da haben wir viel erreicht. Oder auch Radwegenetz fertig dann zu stellen. Zu Kitas und Ähnliches haben wir ja schon gesprochen. Was sicher noch sinnvoll ist, und das ist auch im Achsenentwicklungskonzept dokumentiert, ist es dort, wo Industrieflächen, Gewerbeflächen sind, insbesondere in Bahnhofsnähe, das trifft vor allen Dingen Werneuchen, also da, wo Romonde ist und Merka ist, aber auch am östlichen Ortseingang, dass man da noch guckt, wie man so bahnhofsnah die städtische bauliche Geschichten hinbekommt, Wohnungsbau auch hinbekommt. Und wenn wir uns angucken, was gerade angenommen wird von den Bürgerinnen und Bürgern, können wir feststellen, dass in den Blocks, die jetzt neu entstanden sind, direkt am Bahnhof Werneuchen, die alle sofort vermietet sind, während es um weitere Eigenheim, also ein Familienhausflächen geht, im Moment zumindest im Kerngebiet Werneuchen offensichtlich sehr schleppend verläuft, während das in den Dörfern durchaus überall auch Lückenschlüsse am Entstehen sind. Und ich glaube, das ist genau die richtige Richtung, in diesem Bereich auch weiterzumachen, auch zu gucken, dass wir da auch die Entwicklung gemächlich sozusagen auch weiter treiben. Aber wie gesagt, immer mit dem Blick, dass es auch in Gesamtversorgung passen muss. Wir reden über ärztliche Versorgung, was können wir da machen, so, da gibt es Ideen dazu. Wir wissen, dass in Seefeld überhaupt erst gebaut werden kann, wenn wir irgendwie die Abwasser- und Wasserversorgung auf die Reihe bekommen. Also ich glaube, man muss tatsächlich das immer auch als ein Gesamtkomplex sehen, wo ich aber eigentlich gute Chancen sehe durch das Achsenentwicklungskonzept, dass wir da auch hinkommen dazu.
Und dass man tatsächlich sich einmal entscheiden muss, gibt es was oder gibt es das jetzt nicht? Also was Burkhard auch schon gesagt hat, glaube ich, muss generell gelten. Ja? Also weil, wahrscheinlich muss man am Anfang kritischer auch bei Investoren sein und bloß weil die mit einer Kita oder irgendwas winken, nicht gleich Ja sagen. Weil wenn man mal Ja gesagt hat, sollte man auch da dabei bleiben. Das wäre uns schon auch wichtig. Ich glaube, das waren jetzt so die wesentlichen Punkte, vielleicht noch eins, weil das, glaube ich, zu Verneuchen, auch wenn wir wachsen, dazugehört. Wir haben eine sehr gute Vereinsstruktur und ich glaube, dass man genau auf sowas aussetzen muss. Also dass wir ja, die Frage wird wieder von mir beantwortet und ich halte mich auch hier wieder etwas kürzer. Wir haben leider keine Glaskugel, aber das hat niemand von uns. Von daher ist es nicht ganz so einfach, in die Zukunft zu schauen. Grundsätzlich sagen wir aber, wir haben in der SVV das Achsenentwicklungskonzept beschlossen. Dieses Konzept stellt für uns den großen Rahmen für die weitere Entwicklung, sowohl für die Wohnbebauung als auch für die Gewerbeentwicklung und auch für die Infrastruktur in unserer Stadt dar. Das muss in einem gesunden Verhältnis zueinander entstehen. Es sollte für jede Art des Wohnens Angebot geschaffen werden, entsprechend der unterschiedlichen Bedürfnisse der Bürger unter der Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Generell vertreten wir die Ansicht, dass die aktuell laufenden Projekte zur Wohnbebauung abgeschlossen und fertiggestellt werden sollten und dann die Auslastung und Nutzung bewertet werden müssen, bevor neue Projekte begonnen werden. Also die kommunalpolitischen Instrumente zum Beispiel, ja. Also wir sind ja in der Siedlungsachse rund um Berlin. Und wie gesagt, wir sind ja nun seit roundabout 30 Jahren hier irgendwo in der Kommunalpolitik aktiv. Wir sind als Gemeinden, wie auch die Stadt dann, ja, eigentlich immer nur den Interessen der Investoren, will ich es mal nennen, der Vorhabenträger gefolgt, haben dann sozusagen vorhabenbezogene Bebauungspläne aufstellen lassen, die wir nicht bezahlen mussten, weil wir auch kein Geld hatten. Wir sollten vielleicht langsam einen Paradigmenwechsel machen und die städtischen oder die kommunalen städtischen Planungsinstrumente, wie zum Beispiel der Flächennutzungsplan oder zum Beispiel auch die eigene Aufstellung von Bebauungsplänen, sowohl für Wohnen wie auch Gewerbe in die Hand nehmen. Das ist natürlich kompliziert für eine Stadt, die wenig Geld hat. Aber damit kann ich natürlich wirklich steuern, die Ansiedlung, damit kann ich steuern, wo will ich was in unserem Stadt- und Siedlungsgebiet haben. Und dann mache ich sozusagen, springe ich nicht sozusagen nach der Pfeife eines Vorhabenträgers, der irgendwo ein Grundstück gekauft hat und jetzt sagt, ich will was tun und wir machen einen Bebauungsplan, sondern wir machen diese kommunalen nehmen diese kommunalen Planungsinstrumente in die Hand und machen ein Angebot für Leute, die etwas tun wollen. Nach Maßgabe, wie wir es dann, oder die Stadtverordnetenversammlung, für sinnvoll für die Gesamtstadt halten. Das finde ich ganz wichtig in die Zukunft. Danke. Ich glaube, dass gerade wenn man zum Beispiel Wohnungsbau oder überhaupt Stadtentwicklung sieht, eine Legislatur natürlich eine viel zu kurze Distanz ist. Also eine gute Stadtentwicklung, glaube ich, guckt so 10, 20, 30 Jahre tatsächlich im Voraus. Die Entwicklung der Stadt Verneuchen in der Zukunft, also ich glaube, dass tatsächlich ein Potenzial von bis zu 20.000 Einwohnerinnen realistisch ist und auch tatsächlich wünschenswert. Wie stellt sich die dar? Wachstumspotenziale werden im Grunde genommen immer an den, also auch so ein bisschen an den Wünschen der Bürgerinnen festgemacht. Und wenn wir mal in unsere Umgebung gucken, dann wenn wir sehen, die Bürgerinnen werden sagen, sie hätten gerne eine Schwimmhalle, sie möchten gerne eine größere Schule, sie hätten gerne beispielsweise auch eine gastronomische Vielfalt, die so nicht gegeben ist. Alle diese Sachen oder zum Beispiel auch einen besseren ÖPNV, alle diese Sachen werden in der Regel immer vor allem durch Wachstum hergestellt. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, weil wir in Verneuchen auch diese Flächenpotenziale haben, durch vornehmlich Verdichtung, dass wir so eine Einwohnerinnenzahl erreichen. Die Art des Wohnens wäre von meiner Seite aus ganz klar weg vom Eigenheimbau, also vor allem von dem einen Haus, was 1000 Quadratmeter im Grunde genommen bindet. Ich glaube, da sind die Kapazitäten in Verneuchen tatsächlich erreicht, sondern wir müssen in Richtung Wohnungsbau, kommunaler oder auch genossenschaftlicher Wohnungsbau, weil die Problematik, die wir einfach haben, wir haben unfassbar viele Flächen, wir haben kleine Siedlungen mit Einfamilienhäusern, die in näherer Zukunft, also wir reden da ja nicht über 50 Jahre, irgendwann mal dazu führen wird, dass die älteren Menschen, die da drin wohnen, die Kinder sind dann ausgezogen, ihre Häuser nicht mehr erhalten können. Und uns fehlen sowohl für die Kinder, die jetzt gerade ausziehen, die Wohnung, das heißt, die müssen zwangsläufig Verneuchen verlassen, und uns fehlen aber auch die Wohnungen für die älteren Leute, die irgendwann mal aus ihren Häusern rauskommen.
kommen. Das heißt also, wir müssen Wohnen anders denken. Aus meiner Sicht ist eine neue Wohnform an sich modular. Damit meine ich nicht Container und schnell hingebaut, sondern sozusagen eine Wohnart, die Compound-ähnlich angelegt ist, die man je nach Bedarfen erweitern und verkleinern kann. Das heißt also, bin ich eine vierköpfige Familie, habe ich 100 Quadratmeter, ziehen die Kinder irgendwann aus, dann verringere ich das auf 50 Quadratmeter mit vielen Gemeinwohlflächen. Also unser Thema ist ja mehr Grün, mehr Wir. Das heißt also, wir wollen tatsächlich in einer Art und Weise wohnen, wo wir zum Beispiel gemeinwohlorientierte Sachen, Dinge, die wir gemeinsam nutzen, Ateliers, Pools, Tennisplätze meinetwegen, dass die über die Gemeinschaft finanziert werden. Und welche Handlungswerkzeuge? Ganz klar, das Achsenentwicklungskonzept. Wir haben uns im Achsenentwicklungskonzept tatsächlich ein bisschen Potenzial genommen, weil wir nicht kreativ damit gearbeitet haben, als wirkliches Lenkungsinstrument. Trotzdem ist das Achsenentwicklungskonzept als eine Art integriertes Stadtentwicklungskonzept, was das ja ist, hat ja erstmal schon Potenziale ausgewiesen. Zum Beispiel das Potenzial bei Remondis. Wir brauchen so ein Industriedenk mitten in der Stadt nicht. Da soll gewohnt werden, weil das ist sozusagen dicht an der Mobilität dran. Wir haben tatsächlich noch Potenziale in Richtung Flug. Ja, also wer Neuchen wird wachsen, wer Neuchen soll auch wachsen. Wir sind ja im Achsenentwicklungskonzept verbunden und perspektivisch gesehen, wir würden keine Einwohnerzahl festlegen wollen, wie weit wer Neuchen wachsen soll, will, wie auch immer. Das ist dann doch eher ein Blick in eine Glaskugel, aber wir sind dafür, dass wer Neuchen wächst in einem Maße, dass diese Landschaft, die wir in Werneuchen haben, oder diese Natur, weshalb die Leute rausziehen, bei uns wohnen wollen, auch erhalten bleibt. Also in einem Maß den Zuzug regeln, dass Werneuchen halt ein lebens- und liebenswertes Örtchen bleibt. Viele sind hergezogen, wollen Grün haben und wir sollten es versuchen, irgendwie das hinzubekommen, indem wir zum Beispiel Baufelder ausweisen, die nicht allein von Einfamilienhäusern bebaut werden, sondern ein Konzept entwickeln, in dem Mehrfamilienhäuser auf dem Plan stehen, die gefördert werden, die aber auch gefordert werden von einer Stadtverordnetenversammlung, dass eingebracht wird, wie man diese Konzepte umsetzen kann und eben auf Flächen baut, die nicht irgendwie, sag mal in meinen Worten, landschaftlich wertvoll sind. Also wir haben genügend Flächen in Werneuchen, wie zum Beispiel am Bahnhof, die alten Flächen, die da sind, wo Remondis steht oder Merka oder ehemals ACZ, dass diese Flächen, die versiegelt sind, eben für diese Baumaßnahmen vorgehalten werden und auch in einem sozialverträglichen Maß, dass die Leute, die hier wohnen wollen und auch wohnen bleiben wollen, diese Wohnung auch bezahlen können. Ja. Ich würde gerne noch ergänzen wollen. Es geht ja nicht nur um den Zuzug, sondern generell hat Werneuchen. Es geht ja nicht nur um den Zuzug, sondern generell ist es ja auch so, wenn ich an meine Kinder denke, wenn die mal ausziehen, dann möchte ich eigentlich nicht, dass die gezwungen sind, nach Berlin zu ziehen, nur weil sie in eine eigene Wohnung ziehen wollen, sondern ich finde, Werneuchen braucht dringend mehr bezahlbaren Wohnraum, auch Einzimmer- und Zweizimmerwohnungen, wo halt junge Leute oder auch alte Leute, denen ihr Haus selbst zu groß geworden ist, Wohnraum für sich haben, um auch in unserer kleinen, schönen Stadt bleiben zu können. Man muss da natürlich erstmal betrachten, wie sieht es aus mit der Infrastruktur? Ja, Kindergärten, Schulen. Sind wir dafür als Stadt überhaupt ausgelegt? Ich meine, gehen wir mal von den Kitas aus. Ich glaube, da sind wir im Moment recht gut aufgestellt. Aber wenn ich mir angucke, dass der Schulneubau, dass die Schule jetzt, die noch nicht mal eröffnet ist, schon zu klein ist, frage ich mich, wo sollen denn die Kinder zum Beispiel hin, ja. Einkaufsmöglichkeiten, im Moment ist es nur am Kern so, aber es ist ja auch so, dass nicht nur Familien mit Kindern hierher kommen wollen, sondern sicherlich auch Rentner, Senioren, die gerne näher bei ihrer Familie sein wollen, perspektivisch, wo wollen die gerne mal einkaufen gehen? Ja, das alles sehe ich zum Beispiel als schwierigen Punkt. Ja,
Und in dem Zusammenhang müssen wir uns schon auch fragen, wo und welche Art von Wohnraum brauchen wir? Ich glaube, das ist so eine Grundvoraussetzung. Es werden, wie Rebecca schon gesagt hat, nicht nur Familien mit kleinen Kindern oder mit Kindern hier hinziehen, die das Eigenheim wollen mit einem schönen großen Garten und die Ruhe hier auf dem Land, sondern es werden halt eben auch ältere Leute zuziehen, beziehungsweise die Bevölkerung hier wird älter. Es werden allein lebende Singles hier wohnen. Wir brauchen Wohnraum, den diese Menschen bewohnen können. Das heißt, seniorengerecht muss er sein. Er muss vor allen Dingen finanzierbar sein. Wir brauchen irgendwelchen Wohnraum, wo auch Einzelpersonen wohnen können, ihre Bedürfnisse befriedigen können quasi oder sehen können und die sie aber halt eben aus ihren finanziellen Möglichkeiten irgendwie stemmen können. Genau. So wie das Projekt an der Kita Altstadtspatzen, die ältere Generation, die da wohnt, das sind super bezahlbare Wohnungen für die Älteren, die hierher ziehen, um ihre Enkelkinder öfter zu sehen. Dann uns nochmal unterhalten, wie das läuft. Ja, dem ist fast nichts hinzuzufügen. Also Infrastruktur wurde schon gesagt, also neben Kita, Schule, natürlich Ärzte müssen da sein. Also wenn wir hier mehr Leute haben, die müssen natürlich versorgt werden. Kann die Stadt sich das leisten? Ist ja eingangs schon gesagt worden. Die WBG müsste, also die kommunale Wohnungsbaugesellschaft müsste gestärkt werden. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, Kooperation vielleicht mit der Lobertaler Stiftung, die ja diese Wohnung da gebaut haben. Der Trend geht wahrscheinlich zu Mehrfamilienhäusern. Vielleicht gibt es am Rosenpark eine Möglichkeit. Wichtig wäre aber eben gerade altersgerechtes Wohnen nicht nur in Werneuschen, sondern auch wirklich in den Ortsteilen, damit wirklich die älteren Leute, die da ewig lange gelebt haben, in dem Ort, in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können. Das wäre sinnvoll. Also das würden wir unterstützen. Wo die Perspektive hingeht, werden wir sehen. Na klar, es gibt einen politischen Auftrag. Aber das muss in Einklang sein, also nicht überstürzen, sondern die Stadt muss sich das leisten können, es muss verträglich sein, Verkehr und, also viele Knackpunkte, die wirklich betrachtet werden müssen.